Es wurde gekämpft und gefightet um jeden Punkt. Am Ende werden die Herren vom TC 1899 Blau-Weiß leider nicht mit 2 Punkten belohnt. Die Gäste vom Kölner THC Stadion Rot-Weiß sind deutlich stärker und entscheiden den Spieltag mit 8:1 Matchpunkten für sich. Wir sind reingegangen in den Spieltag und wussten, dass die Kölner mit einer sehr starken Truppe ankommen werden und wussten, dass es ein sehr toughes Match heute wird. Und die Kölner haben es auch alle bewiesen, alle an jeder Position sehr, sehr gut gespielt. Schon von Beginn an dominieren die Kölner die Einzelpartien. Auch wenn die Berliner phasenweise gut dagegenhalten, sichern sich die aktuellen Tabellenzweiten die ersten 3 Matchpunkte. Jonas Hartenstein kann gegen Lukas Gerch zumindest einen Satz gewinnen, muss sich dann aber leider mit 2:6, 7:5 und 3:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben. Im Spitzenspiel unterliegt der Libanese Hadi Habib nach gutem Start doch noch Marco Trungeliti in 2 Sätzen. Die Nummer 1 der Berliner war gerade erst von den Olympischen Spielen aus Paris zurückgekehrt. Der Spieltag entscheidet sich somit früh. 5:0 nach 5 Einzeln. Die Kölner untermauern ihre Ausstiegsambitionen. Super Tag für uns. Ich glaube, es waren enge Matches. Wir haben die meisten richtig gut gespielt und auch mein Einzel war sehr eng. Wir wussten, dass die Gegner alles geben werden und wir um jeden Punkt kämpfen müssen und das haben wir getan und wir sind alle sehr glücklich. Einzig Michael Agwi bleibt Punktelieferant. Er bezwingt den Italiener Francesco Forti glatt in 2 Sätzen und gewinnt auch sein 6. Einzel in dieser Saison. Mit dem positiven Ergebnis geht es in die Doppel. Doch auch hier beweisen die Gäste mit den Doppelspezialisten wie Dustin Brown oder Hasim Naf ihre Klasse. 3-mal heißt es Spiel, Satz und Sieg Köln. Dennoch gehen die Berliner optimistisch in die nächsten Partien. Yes, of course. Wir haben heute einfach versucht, jeden Moment auf dem Court zu genießen. Das hat gut geklappt. Und letztendlich ist es das auch. Jeder hat gut gespielt. All das Positive und die Erfahrung nehmen wir gerne mit. Immerhin geht es für Blau-Weiß noch um den Klassenerhalt. Das Feld in der 2. Bundesliga Nord ist so eng, dass jeder Matchgewinn, jeder Satz und jeder Punkt zählt. Die Berliner haben es am Spieltag gegen den Suchsdorfer SV von 1921 am nächsten Freitag in der eigenen Hand. Wir werden alles geben und hoffentlich am Ende 5 Punkte mindestens einfahren können. Und ja, wir würden uns freuen natürlich, wenn alle oder ganz viele Leute zugucken kommen und uns supporten, weil es das letzte Heimspiel der Saison ist. Wir werden alles geben, um nächstes Jahr hier wieder spielen zu können. 2 Spieltage bleiben noch, um den Klassenerhalt festzumachen. Ein Sieg am Freitag ist ein Muss und das letzte Heimspiel wäre ja auch ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem Klassenerhalt für die Saison zu belohnen.